Hallo liebe CNC-Freunde, mal wieder ein Tutorial zu Linux CNC, dieses Mal wieder auf Wisi, der Debian läuft im Hintergrund. Und zwar werden wir dieses Mal einige Features wieder hier hinzusetzen. Und zwar den TrueType-Tracer, also Schriftarten direkt und einiges implementieren, wie zum Beispiel Pocketfräsen, dieses Taschenfräsen, Rund- oder auch Konturfräsen direkt, ohne dass ein G-Code-Generator dazwischen liegt. Wie ihr seht, das ist unsere Testmaschine aus den vorhergehenden Tutorials, da ist nichts drin. So, das mache ich mal zu. Als allererstes müsst ihr natürlich ein paar Dateien wieder aus dem Internet laden. Und zwar liegen die unter der Wiki Linux CNC, Linux CNC Wiki. Hierhin gehen, ich bin wieder auf der Echtzeitmaschine. Ich muss das also die Bilder vorher, wenn ich was aus dem Internet lade, stürzt dieses Grafikprogramm ab. Oder die Bilder werden verzögert. Dann kommt er hierher, das ist Wiki Linux CNC. Hier gibt es jede Menge Hilfe. Hier ist alles beschrieben, was ihr eigentlich wissen müsst. Schrittmotoreinstellungen und solche Sachen. Hilfe gibt es wie immer im IRC-Chat. Und jetzt wollen wir Simple Linux CNC G-Code Generatoren. Hier Using Linux CNC, ein bisschen runter war das. Hier gibt es jede Menge schöne G-Code-Generatoren. Und zwar zum Beispiel rechteckige oder runde Taschenfräsen, dann Konturfräsen, bestimmte Musterfräsen. Es geht für die Styropormaschinen, zum Beispiel solche Profilefräsen. Einiges noch mehr. Oben drüber sind auch noch Sachen. Das könnt ihr euch einfach runterladen. Diese Pi, bin ich auf die falsche Taste gekommen. Diese Pi muss in hier zum Beispiel Pocket V1.py sollte in NC-File-Ordner drin sein. Außerdem wird auch beschrieben, hier ist auch PyCam, das auch kostenlos ist, um Konturen abzuzeilen. Hier Bohrprogramme. Verschiedene für die Drehbank, verschiedene Gewindeeinheiten. Hier sieht man es. So, das ist bereits passiert. Das steht unter Linux CNC-Files. Hier sind die drin. Pocket und Grid habe ich zum Beispiel hier reingemacht. Jetzt ganz wichtig ist das nächste. Anwendung CNC, Linux CNC. Um alles wirklich nutzen zu können, müsst ihr eine Simulationsmaschine, Sample Configuration, Simulation, Access und jetzt ein bisschen weiter runter. Hier steht irgendwo, wo habe ich es? Lade, Hall, UI. Ich suche die NGC GUI hier. Nehmt die NGC GUI hier. NGC GUI Access. Diese Maschine solltet ihr einmal gestartet haben, damit alle Dateien und Ordner richtig für diese Sache vorbereitet werden. Wenn ihr die Simulationsmaschine habt, startet ihr jetzt mal kurz. Hier alles rüber kopieren. So, dann habt ihr hier oben diese Untersachen. Diese netten Features drin oder zum Beispiel ein Gremlin View, auf den werde ich jetzt nicht näher eingehen, um statt die Tastatur hier ein paar Buttons zu kriegen. Ich mache die Maschine wieder zu. So, jetzt Frage ist, jawohl, hier ist die INI, Linux CNC Documentation, das war das, jawohl. Jetzt brauchen wir, muss das ja in unser File rein, das kommt alles in die INI. Und das hier ist die NGC GUI INI aus diesem Folder. Das ist der Dateimanager, Linux CNC, Configs,
Simulation NGC GUI, das hier ist die INI, wo ist sie? NGC GUI INI. Das hier ist das File, das ich hier geöffnet habe. Das hier ist es. Und jetzt muss das hier rüber in unsere Datei und diese Sachen unten hier. Jawohl. Das hier muss rein. Das alles, was NGC ist, bis TTL, muss rüber. Das kopieren wir jetzt mal rüber. Dazu öffne ich Datei öffnen. In unserem Verzeichnis Linux-Sense, Configs, Testbob. Hier ist die Maschine, das ist unsere Maschine. Und wir brauchen bei uns auch die INI. Hier ist sie. So, das ist die INI, die ich angelegt hatte, beziehungsweise automatisch angelegt wurde. So, jetzt brauche ich ein neues Fenster, oder? Jawohl, rechte Maustaste mit Mauspad öffnen. Und hier ist die, das hier ist unsere Maschine. Ich versuche es jetzt mal nebeneinander zu bekommen. Na. Ah, fast hätte ich es getan. Zack, Fenster ein bisschen kleiner machen. Damit das andere Fenster auch noch nebenan. Das hier ist die NGC GUI und das ist unsere Maschine. Unter RS274 die Subroutine Pass rein. Wo ist RS7? Hier, also alles, was markiert ist, mit gedrückter linker Maustaste drüber fahren, dann habt ihr das auf der mittleren Maus unter dem Rad, ist dann das hinterlegt. Jetzt gehen wir in Display rein, markieren alles hier runter bis TTT, gehen hier auch in Display, das hier ist wieder unsere Maschine, ans Ende, hier hinter die XML, mittlere Maustaste und dann steht das alles schon wunderbar schön drin. So, jetzt müssen wir hier noch statt Inch auf Millimeter umschalten, Leerzeichen Millimeter und unten, das sollte auch Millimeter sein, hier Millimeter. Und abspeichern, Datei speichern. So, jetzt hoffe ich, dass es auch funktioniert. Ich mache jetzt alles wieder zu. Anwendungen, CNC, Linux CNC, My Configurations, Test, öffnen. Und da haben wir einiges an Features schon da. Zack. Ja, krieg's nicht kleiner. Okay. Also hier sind unsere Features. Jetzt drücken wir mal auf TTT drauf. TrueType-Tracer. Text, sagen wir CNC. Dann die Schriftart. Wählen wir Mono Bold. Sans Serif Bold. Öffnen. Und make a compilation. Jetzt haben wir das hier hinten drin, dieses TTL. So, jetzt können wir die Größe wählen, sagen wir 0,1 deep, hier scale 0,03, machen wir ein bisschen größer. Feed override, x offset, create feature und rüber sollte eigentlich da sein. Nein, ist nicht da. Warum hat er es nicht gemacht? Finalize. So, so haben wir es. Und dann haben wir unsere Schriftart und dann könnt ihr das jeweils, geht er wieder drauf, wenn ihr es ein bisschen größer haben wollt, sagen wir 0,4. Und wir hätten gerne ein Offset von 0,2. Sagen wir, es müsste eigentlich 10. Und hier 5 und create feature finalize und dann ist es auch versetzt, könnt ihr dann direkt Schriften generieren. Datei öffnen, jetzt machen wir mal ein Pocket, hoffentlich funktioniert es, öffnen, alles live, sagen wir, wir möchten eine richtig Pocket haben, parallel oder spiralförmig.
30, das lassen wir jetzt mal so stehen. Hier die Preamble und Recalculate, Right to Access, und da haben wir es, ein Pocket Fräsen. Seht ihr, wunderbar, ganz schnell. Datei öffnen, Grid öffnen, Millimeter, ein runder Zirkel, Cross, Yes, in der Mitte sagen wir No, dann Outline, No, doch Yes, Grid on, kein Grid, das wäre jetzt nur rundherum fräsen, Recalculate, sagt, da könnt ihr natürlich euch das basteln, wie ihr möchtet. Sowas macht man aber mit DXF to G-Code. Einfach die DXF laden und dann übernehmen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Bis zum nächsten Mal, euer CNC-Freund.